Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 258. Und Jenny hat es gerade noch vor Schulbeginn geschafft, nach Hause zu kommen. Sie hat sogar noch den Bademantel an. Ich habe jetzt aber nochmal auf Pause gemacht, damit ich die Kinder noch ordnungsgemäß in die Schule schicken kann. Sie hat Hygieneprobleme. Immerhin, sie ist fast vor der Eins. Dann würde ich sagen, ich lasse sie noch ganz kurz duschen. Das mit dem Spaß ist natürlich ein Problem. Allerdings ein großes. Aber ich könnte sie vielleicht, sobald sie das geschafft hat, faulenzen lassen. Und dann schaue ich mal, behalte ich das im Auge und so weiter. Der Jochen, dem geht es glücklicherweise ziemlich gut. Der kann dann einfach ganz normal in die Schule gehen. Okay. Also, die Daphna muss ich jetzt im Auge behalten. Okay, die rennt jetzt in die Dusche. Naja, sie schlappt so langsam dahin. Und Jochen, du sollst nicht chatten, du sollst in die Schule gehen. Die Schule ruft. So, und er macht sich schon mal auf den Weg. Die Daphna ist jetzt schon halb sauber. Dann hör mal auf zu duschen und geh auch in die Schule. Na, ja, das haben wir doch jetzt so halbwegs hingekriegt. Nur mit dem Spaß. Das ist ein echtes Problem. Aber da schauen wir mal. Die ist so dicht vor der Eins, dass wir die teilweise faulenzen lassen können, glaube ich. Oh, wow, wow. Und Achim ist wütend, weil er hungrig ist. Na, dann holen wir ihm doch was zu essen aus dem Kühlschrank. So. Was nehmen wir denn da? Lauter schicke Sachen. Na, ja, kriegst du zum Frühstück hier ein Specksalat-Tomaten-Sandwich. So. Und die anderen sind eigentlich auch hungrig. Also zumindest der Sven. Der muss auch mal gebadet werden. Und der... Wie heißt du nochmal? Der Lukas geht von selber aufs Töpfchen, was er auch am nötigsten hat. Das ist eigentlich ganz prima. Ein braves Kind. Jetzt die Kids. Ich glaube, ich lasse die Daphna erstmal normal arbeiten. Und aber den Jochen, der muss fleißig lernen. Und jetzt behalte ich die Daphna im Auge. Ja, die ist total angespannt. Die Frage ist, ob die noch angespannter wird, wenn ich sie fleißig lernen lasse oder nicht. Das habe ich noch nicht so rausgefunden. Was ich aber weiß, ist, wenn die faulenzen, dann kriegen sie plötzlich viel Spaß. So, Jenny. Jenny scheint müde zu sein. Oh ja. Okay. Wo gehst du denn hin? Ich schicke sie mal zum Schlafen. Ah, 2 Tage bis zur Arbeit. Gut. Sie kann jetzt wahrscheinlich sowieso nicht in Elternzeit gehen. Ich guck mal. In Elternzeit gehen. Doch, dann mach das einfach mal. Das gilt dann für Freitag. Wenn das schon mal erledigt ist, ist das immer viel wert. So, sehr gut. Dann darfst du jetzt ins Bett gehen. Testtag. Erlern mal lieber für beide. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Das wechselt nämlich immer. Leistungsverbesserung klein. Okay. Daphne. Ja, sie hat es jetzt fast geschafft, aber noch nicht ganz. Die Arme. So. Achim, wie geht es dir? Du brauchst Spaß. Na, da ist das Bällebad gerade richtig. Und die anderen... Oh, wow, wow, wow. Er muss auf den Topf, wo er schon drauf sitzt. Und der Sven, der hat bestimmt in die Windel gemacht. Den setze ich auch mal auf den Topf. So. Und das kommt in den Kühlschrank. Oh, Lukas hat Level 3 der Töpfchenfähigkeit erreicht. Super, super.
Dann gucken wir mal. Ha, der kann Geburtstag feiern. Und der Sven, der muss nur noch einmal mit dem Puppenhaus spielen und dann den halben Tag auf dem Töpfchen sitzen. Dann kann der auch Geburtstag feiern. Aber ich denke mal, dass ich den Lukas einzeln feiern lasse. Dann kann der schon mal anfangen zu lernen und so, kann morgen schon mal in die Schule gehen. Und du, kleiner Achim? Jo, der ist noch ziemlich am Anfang mit allem. Aber du könntest hier einfach nochmal spielen und dann kannst du mit den Puppen spielen und dann hast du wenigstens ordentlich Spaß. Und jetzt gucken wir mal nach... Uiuiui, die Arme, jetzt muss er auch noch aufs Klo. Jetzt hat es geschafft. Ich stelle die mal auf Faulenzen. So, und behalte das jetzt mal kurz im Auge. Jetzt geht der Spaß hoch. Super gut, sie ist schon weniger angespannt. Und jetzt müssen wir das halt im Auge behalten, dass dieser Haken nicht weggeht. Und wie sieht das bei Jochen aus? Naja, der arbeitet sich so langsam nach oben. Okay. Gut, Jenny ist inzwischen im grünen Bereich. Dann würde ich sagen, ich hole hier mal einen Kuchen raus. Hoffe, wir haben noch einen drin. Ja, der hält noch 9 Tage, das ist gut. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist der Kuchen weg. Ist der bei Jenny im Inventar gelandet? Er hat sich in Luft aufgelöst. Kuchen, wo bist du? Wir brauchen dich. Das ist ein neuer Bug. Also, ich mache das mal zu. Dann mache ich den Kühlschrank wieder auf. Da ist jetzt kein Kuchen. Ist der vielleicht hier unter den Tisch gerutscht? Da ist er. Okay. So, ich hoffe, er verschwindet jetzt nicht wieder. Gut. Oh, ja, nochmal Glück gehabt. Und es war Lukas, der da seine Level geschafft hat. Okay, Lukas, du stehst jetzt mal auf. Und die Jenny wecke ich auch auf. Und die soll dir dann helfen, die Kerzen auszublasen. So, Lukas. Dann kann der auch selbstständig gleich was essen und ja, sich um alles kümmern und schon mal Hausaufgaben machen und solche Sachen. Und dann kann der morgen gleich in die Schule und vielleicht schon eine 2 kriegen oder so. Das wäre doch toll. Jenny, kommst du? Ja, sie scheint... Ah, nee, sie hat das irgendwie vergessen, dass sie hier Geburtstag feiern sollen. So, Lukas. Schnapp dir mal den Lukas. Der hat jetzt nämlich Geburtstag. Jawohl. Sehr schön. Na, da freut er sich. Jawohl, okay. Kreativität hat er schon Level 2, dann lasse ich ihn kreatives Wunderkind werden. Und das reicht dann ja auch schon. Auch machen wir eben mal wieder kreativ, das hatten wir glaube ich schon eine Weile nicht mehr. Das reicht dann schon für die 2. Jenny, mach mal hier neue Kerzen drauf. So, wunderbar. Ups. Und ab in den Kühlschrank. Und jetzt gucken wir, was wir mit dem rot leuchtenden Lukas anstellen. Ha, der kann sich jetzt selbst was zu essen holen, das ist gut. Ja.
Und dann lasse ich ihn vielleicht gleich mal Hausaufgaben machen, bevor er sich ein Bett kurz ins Bett legen kann. Ja, bis abends hält er nicht durch. Aber die Hausaufgaben müsste er noch schaffen. So. Hausaufgaben machen. Okay, und dann gucken wir mal, welches Bett frei ist. Ah, toll. Ich fange mal hier diese an. Die sind nämlich garantiert noch frei. Gut. Och, wie brav er da sitzt. Hat sogar aufgehört zu essen. Na, dann lasse ich ihn erst noch fertig essen und dann schlafen. So. Ja, du putzt noch mal, bevor der Lukas hier einzieht. Das ist eine gute Idee. So. Ach, wie fleißig er da lernt. Gut. Jetzt gucken wir nach dem Sven. Oh, der braucht dringend Spaß und Hygiene. Der Herr Papa ist da gerade mit ihm beschäftigt. Dann könntest du dich von dem auch mal baden lassen. Und danach soll der mit dir spielen. Na, das machen wir dann danach. Oh, bitte baden, unbedingt. Unbedingt bitte baden. Guck mal, wie dreckig ich schon bin. Und er macht es. Jawohl, er macht es. Das ist gut. Wo ist denn der Papa von Achim? Naja, der beschäftigt sich jetzt gerade mit Jenny, beziehungsweise umgekehrt. Und hat Kommunikation schon fast Level 3. Der ist richtig gut. Ja, der kommt ganz ordentlich voran. Daphne ist fertig. Mal gucken. Oh nein! Oh, ich habe nicht aufgepasst. Oh nein, nein, nein. Sie hat es jetzt gerade ganz knapp nicht geschafft. Und der Jochen ist jetzt endlich einser Oberschüler. Okay, der ist ja auch viel älter. Oh, und sie haben beide eine Phase. Na toll. Die sind lustig, die beiden. Nun ja, das tut mir jetzt richtig leid für die Daphna. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Morgen ist Freitag. Das steht also dem nächsten Baby nicht im Weg, dass die Daphna noch einen Tag länger bleibt. Und der Jochen, der kann jetzt aber nicht Geburtstag feiern, denn so wie die Chloe zieht der Jochen ja zu den Hackings und bleibt Teenager. Jetzt gucken wir mal, ob das auch korrekt ist. So, Stammbaum. Der Jochen, ja, ist der Bruder von der Cleo und der Sohn von Brent Hacking. Und hier ist auch noch der andere Brent eingezeichnet, weil die verheiratet sind und weil der ja auch hier zwei Kinder hat, nämlich die beiden, der Lukas, der jetzt ein Schulkind ist, und der Sven. Okay, also nach der Folge lasse ich den Jochen dann zu den Hackings ziehen. Und da gehe ich aber nicht mit euch hin. Ich gehe erst wieder zu den Hackings, wenn der Letzte dahin zieht. Und dann machen wir da mal eine halbe Episode oder vielleicht auch eine ganze mal gucken. Aber dann gucken wir uns mal das Familienleben bei den Hackings an mit ihren vier groß gewordenen Kindern. Okay, also jetzt kein weiterer Geburtstag. Und Lukas, der ist jetzt, okay, er ist todmüde, aber er hat die Hausaufgaben gemacht. Ja, dann soll der sich danach einfach ins Bett legen und gut ist. Jetzt, Sven ist sauber, super sauber, aber müde. Vielleicht können wir den Herrn Papa noch mal motivieren. Nein, der Herr Papa ist gerade nicht da.
Dann muss das wohl die Jenny machen. Ach, der kann alleine aufs Töpfchen. Geh mal allein aufs Töpfchen. Du musst einfach nur ein bisschen Töpfchen üben. Ja, die anderen Sachen sind fertig. Töpfchen. Ja, wenn er sich so richtig ranhält, kann der auch noch Geburtstag feiern. Dann soll die Jenny ihm mal helfen. Die arme Daphne hat das Faulenzen gar nicht so viel gebracht. Obwohl, ich muss mal gucken, ihr Spaß ist, glaube ich, nicht so schlecht. Jenny, also, wie sieht's aus? Ja, Jasmina ruft an. Nee, wir haben gerade keine Zeit, denn wir müssen dem Sven beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Und die Daphne, hier, der Spaß ist immerhin im grünen Bereich. Also dafür hat das Faulenzen gebracht, aber ich habe nicht aufgepasst. Ich hätte sie dann wieder auf normal oder fleißig stellen müssen, so um 14 Uhr oder so. Nun ja, jetzt musst du leider deine Hausaufgaben machen, auch wenn du sehr angespannt bist. Daphne ist zu angespannt, um dies zu tun. Na gut, zur Not wird's auch ohne Hausaufgaben gehen. Kurz vor dem Ausbruch. Naja, das ist so eine Phase. Und hilft das, Computer zu spielen? 5 Stunden. Oh, das ist okay. Und der Jochen, dem geht's ja genauso. Der hatte auch noch Zusatzstress in der Schule. Ja, geh du mal in die Badewanne. Gute Idee. So, wir haben also den Sven. Ja, Jenny, hilf ihm gerade noch mal aufs Töpfchen zu gehen. Und du, mein kleiner Zwockel, der macht gerade in die Windel. Uhuhuhuhu. Tja, und er kann noch nicht alleine gehen. Und er ist todmüde. Den legen wir jetzt mal ins Bett. Und dann wird er wahrscheinlich am späteren Abend... Ach, warte mal, warte mal. Stopp. Wenn die Jenny hier jetzt rumsteht, dann kann die ihm auch die Windel wechseln. Das wäre wenigstens eine kleine Verbesserung. Und dann kann sie ihm vielleicht auch vorlesen. Wir können es zumindest mal wieder probieren. Manchmal geht's ja und manchmal irgendwie nicht. Aber erstmal Windel wechseln. Ja, jetzt macht kein Theater. Windel wechseln und gut ist. Ja, Jochen scheint wieder glücklich zu sein. So. Oh, Sven hat Level 3 der Töpfchenfähigkeit erreicht. Gut. Dann schicke ich den Achim jetzt ins Bett. Der wird dann später nochmal wegen Hunger aufwachen. Und ich mache Schluss mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge wird der Sven Geburtstag feiern. Und der Jochen ist dann schon ausgezogen. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.